Zu Wort ist jetzt niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung, die ich für jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir gelangen zur Abstimmung in den Tagesordnungspunkt 29, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kinderbetreuungsgeldgesetz geändert wird, in 2396 der Beilagen. Hierzu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Rosa Ecker vor. Ich werde daher zunächst über den vom erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teil und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Kommen zur getrennten Abstimmung in die Ziffer 1a in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit und damit angenommen. Ich komme zur Abstimmung in die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer dafür ist, das erscheint einstimmig zu sein. Ich komme gleich zur dritten Lesung. Wer das auch in dritter Lesung tut, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig auch in dritter Lesung angenommen. Ich komme zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Petra Wimmer, Kollegen und Kolleginnen, betreffend erweiterter Beobachtungszeitraum für das Erfordernis der Erwerbstätigkeit beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit, der abgelehnt. Ich komme zur Abstimmung in den Tagesordnungspunkt 30, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz geändert wird, am Titel und Eingang in 2397 der Beilagen. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit und damit angenommen. Da komme auch zur dritten Lesung. Wer das in dritter Lesung tut, auch das ist mit Mehrheit angenommen in der dritten Lesung.